Schönen guten Abend. Willkommen zur heutigen Pressekonferenz nach dem Spiel des ERC Ingolstadt gegen die Kölner Haie. Der Endstand vor 3.362 Zuschauern, 1:6. Bei mir wie immer die beiden Trainer, Corey Clouston und Tommy Samuelson. Mr. Clouston, the first statement would be on you. Obviously, I thought, you know, our guys put together a 60-minute effort, coming off a couple disappointing games. And to us, we needed a good start. Last couple games, we've played from behind, and it's very difficult to do that in this league. Teams are well coached, and you know, it's hard to score goals. So for us, getting that early lead was important, and I thought our specialty teams were very solid. Our power play got us a couple goals, and when we needed to have a big kill, our kill stepped up and did a real good job. So just a solid effort against a very good team, and we'll take the win and move on. Thank you. Ich fasse kurz zusammen. Herr Clouston spricht die letzten enttäuschenden Ergebnisse aus Kölner Sicht an. Die frühe Führung hat Köln gutes Selbstvertrauen gegeben. Im Anschluss hat man eine gute Leistung gebracht und er war auch zufrieden mit dem Defensivspiel. Tommy, deine Stellungnahme bitte. Ja, gratuliere unseren Gegner zum 3 Punkte ran. Der war besser als uns über 60 Minuten heute. Wir hatten eigentlich ganz gut gestartet in das Spiel. Vor 0-1 eigentlich hatten wir 2 große Gelegenheiten gehabt. Vor allem mit Berglund hat er eine gute Chance gehabt. Aber im Summe ist unsere Gegner viel, viel besser als uns in dem Bereich, wo man verteidigt ein Tor, nicht geben ab Tor in der Schlott, in eigene Zone. Wir waren fast nicht in diesem Bereich. Der war sehr stark für seine Torhüter. Und auf der anderen Seite waren wir eigentlich schwach in diesem Bereich heute. Ich kann nur gratulieren unseren Gegner zu einer sehr starken Leistung. Herzlichen Dank. Gibt es Frage in der Runde der Medienvertreter? Hans Fischer von Radio N. Frage an Tommy. Die Panther haben sehr wenig Schüsse aufs Tor gebracht. Liegt das am Selbstvertrauen? Man hat wirklich zu wenig geschossen, auch in guter Position wieder abgespielt? Ja, ein Grund für das ist unser Gegner, was ich gesagt habe. Der verteidigen sehr aggressiv heute, die geben uns nicht so viel Zeit. Und diese Zeit, wo wir bekommen haben, waren wir nicht schnell genug. Aber in über 60 Minuten ist das zu wenig von uns. Zum Überzahlspiel muss man auch mal fragen, das klappt in der Saison gar nicht beim ERC Ingolstadt, auch heute einmal 4 Minuten am Stück. Erstens die Frage, wird das zu wenig trainiert oder fehlen da wie Tadicek oder Olsen wichtige Spieler? Nein, wir trainieren das fast jeden Tag. Das ist so mit diesen Special Teams. Wenn das nicht funktioniert, dann überlegst du einen Moment mehr, als du normalerweise machst. Klar, wir haben die Skills, wir haben die Qualität. Jetzt brauchen wir Selbstvertrauen. Wir brauchen ein einfaches Tor zu bekommen im Powerplay. Dann. Nicht das optimale Tor. Und wir schauen unsere Gegner, schnelle Scheibeführung und dann Schuss auf Tor oder Druck auf Tor. Und das bedeutet auch, dass du kriegst diese einfache Tore. Aber zumindest heute hat es so ausgesehen, dass man zu kompliziert gespielt hat und viel zu wenig geschossen. Ja, nein, das stimmt. Unsere Gegner waren über ganze Spiel, wenn wir reden über Stellungsspiele in unserer offensiven Seite ran oder in gegnerischer Seite, der war sehr aggressiv. Und mein Gefühl war, dass wir hatten ein Gefühl, dass unsere Gegner waren über uns ganze Zeit. Und dann trifft du nicht diese schnellen Entscheidungen. Gibt es weitere Fragen? Die sehe ich nicht, dann verweise ich noch auf das nächste Spiel. Der ERC Ingolstadt spielt am Freitag schon wieder zu Hause gegen die Grizzlies Wolfsburg. Spielbeginn 19:30 Uhr. Bis dahin, gute Heimreise unseren Gästen aus Köln.